Gemeindeglieder, liebe Mitchristen, wenn ich normalerweise als Pfarrer zu Menschen spreche, dann habe ich sie vor mir. Wir können uns gegenseitig in die Augen schauen und auch miteinander sprechen. Heute ist das anders. Wie Sie alle wissen, ist ein normaler Gottesdienst zurzeit nicht möglich, auch nicht eine geöffnete Kirche. Auch alle Veranstaltungen unserer Kirchengemeinden in Lustadt und Weingarten sind vorerst abgesagt. Wie lange, kann wohl niemand sagen. Grund ist natürlich der Coronavirus, der im Augenblick unser Leben beherrscht. Der Coronavirus treibt uns in die Isolation. Jeder soll Abstand vom anderen halten und möglichst auch in seiner Wohnung bleiben. Doch wir Menschen brauchen den Kontakt mit anderen. Auch wer seinen Glauben leben möchte, braucht die Gemeinschaft mit Mitchristen. Gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam beten und singen, gemeinsam in der Bibel lesen, miteinander über den Glauben reden, all das ist ein unverzichtbarer Teil. Doch nun ist das nicht mehr so möglich wie bisher. Aber trotzdem wollen wir versuchen, Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Sonntags morgens werden die Glocken läuten, als wäre Gottesdienst. Wenn Sie in das Amtsblatt oder auch in unsere Aushänge schauen, so finden Sie für jeden Sonntag den Zeitpunkt des Glockengeläuts. Und zukünftig wollen wir auch ein Lied aus dem Gesangbuch, den Wochenpsalm und den vorgesehenen Predigttext angeben. Übrigens, wer die Herrenhuter Losung hat, findet das dort alles auch angegeben. Auf diese Weise können wir jeder an seinem Ort doch ein gemeinsames Lied singen, denselben Psalm sprechen und uns mit demselben Bibeltext befassen. Und dann wird nach einer halben Stunde nach dem Läuten die Vaterunser-Glocke läuten. So können wir zeitnah gemeinsam das Vaterunser sprechen. Auch wenn wir uns in verschiedenen Haushalten aufhalten, sind wir trotzdem miteinander und mit Gott im Glauben verbunden. Dies ersetzt natürlich keinen Gottesdienst. Gottesdienste können Sie übrigens im Fernsehen oder auch im Internet verfolgen. Ich möchte Ihnen ein Bibelwort mitgeben, das zeigt, dass wir nicht allein sind. Im 1. Petrusbrief im 7. Vers des 5. Kapitels heißt es: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, Sorgen machen wir uns im Augenblick alle. Das ist auch verständlich. Sorge, dass wir uns mit dem Virus anstecken könnten, oder Sorge, was passiert, falls wir oder Mitmenschen schon vom Virus befallen sind. Bitte? Daneben gibt es auch die vielfältigsten Sorgen, andere Krankheiten, familiäre oder auch finanzielle Probleme. Man schleppt sich mit einem Sorgenpaket rum und findet keine Ruhe. Dann ist es gut, wenn man die Sorgen mit einem vertrauten Menschen besprechen kann. Und schon hat man das Gefühl, es fällt einem wie eine Zentnerlast von den Schultern. Sie dürfen Ihre Sorgen aber auch Gott anvertrauen, denn er kennt Ihr ganzes Leben in all seinen Seiten. Sie dürfen zu ihm beten. Ich lade Sie dazu ein, auf diese Weise Ihre Sorgen loszulassen. Zum Beispiel im folgenden Gebet.
Herr, bewahre mich davor, meinen Sorgen ausgeliefert zu sein. Dir übergebe ich meine Sorgen, nimm du sie. Dir vertraue ich mich an, denn du kennst mich. Gott, du weißt, was ich brauche. Schenke mir Gelassenheit. Amen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen, seien Sie Gott befohlen, Ihr Pfarrer Wilhelm Quade.